Matthias Knapp, herzlich willkommen hier beim Data Day von Hamburg. Ja, ups. Herzlichen Dank für die Anmoderation, herzlichen Dank auch für die Einladung, dass ich zu Ihnen sprechen kann. Ich freue mich, so ein großes Auditorium hier vorzufinden. Ich mache heute mal den Bogen Richtung Produkt- und Materialstandard und warum mich das umtreibt. Haben Sie gerade schon gehört, ich habe Maschinenbau studiert, ganz klassisch im Maschinenbaustudium nach Aachen gekommen, dort dann hängen geblieben und da liegt es nicht fern, dass eben Produktdaten, Materialstammdaten unsere erste Domäne waren. Mittlerweile dehnen wir uns in die anderen Bereiche aus, weil die Kunden, die mit den Materialstammdaten bereitigen und zufrieden sind, dann in der Regel auch die anderen Domänen mal bei uns anfragen und ja, ich denke, da brauche ich jetzt nicht weiter drüber zu reden. Kommen wir zum Kern. Was sind Stammdaten? Da möchte ich ein bisschen was zu sagen. Speziell auch, weil wir es im Vorfeld so ein bisschen auch diskutiert haben, Unterschied zwischen Materialstamm und Produktdaten, Produktstammdaten. Was sind eigentlich gute Daten? Und wie mache ich diese Daten, die ich habe, denn besser? Und das erste Mal vorweg, Datenqualität ist messbar. Hat jemand eine Idee, in welcher Einheit das gemessen wird? Fazit in Meter. Ja, Datenqualität wird in Meter gemessen, Sie sehen gleich warum. Und Datenqualität ist auch nicht teuer. Sie können Datenqualität bei Amazon kaufen. 3 Meter Datenqualität kosten 6,80 Euro. Ich habe damals den gesamten Bestand gekauft, das ist aber wieder aufgefüllt. Ich habe heute Morgen noch mal gegoogelt, wenn Sie heute Datenqualität bestellen, haben Sie am 7. Oktober Datenqualität. Also bitte, wir können eigentlich jetzt wieder zum Kaffee und Kuchen gehen. Das Thema ist durch. Ja, ich habe eben gesagt, ich bin zugereist ins Rheinland, ein bisschen assimiliert. Der Kölsche sagt, das hätten wir immer Jorti Jange. Also warum soll ich mich mit Datenqualität überhaupt beschäftigen? Ja, es geht um Informationen eigentlich. Jetzt werde ich noch so ein bisschen theoretischer. Die Informationssuche ist traditionell die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Das ist heute elektronifiziert, ich sage nicht digitalisiert. Der Heuhaufen heißt heute SAP oder Info oder Bahn oder ProAlpha oder was auch immer, Navision. Es ist immer noch die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und die Nadel suche ich, weil die Informationen, die da drin verborgen sind, für meine Entscheidungen in jeder Form wichtig sind. Das sind Entscheidungen, die ich brauche, um Auftragsabwicklung zu machen, operatives Geschäft. Das ist natürlich ein Forecast, das ist ein Controlling mit Blick zurück. Und zunehmend die Erfüllung behördlicher Auflagen. Das heißt, ich muss nachweisen, dass meine Palette FSC zertifiziert ist. Ich muss nachweisen, dass ich REACH und ROS und so weiter alles kann. Die Zollabwicklung ganz nebenbei, ein Riesenthema. Wir haben einen Kunden, der ist auf uns zugekommen und hat gesagt, Herr Knapp, wie schnell können Sie mit wie vielen Leuten kommen? Der Zoll macht uns den Laden dicht. Ja. Gut, also es geht um Informationen. Einmal ganz kurz wissenschaftlich, diese sogenannte Wissenspyramide geht auf das Jahr 1995 zurück. Und ist ganz schön, um das Thema ein bisschen mit Fundament zu unterlegen, Zeichen, die sich zu Daten formieren, also einer gewissen Syntax unterliegen, werden in solchen Feldern halt abgespeichert. Das sind die Datensätze, das sind die Datentabellen, also ein Kundenstamm in einer Tabelle beispielsweise. Wenn ich diese Daten dann interpretieren kann, wenn sie eine Semantik haben, dann komme ich zu Informationen. Und dieser Unterschied wird uns heute immer wieder mal begegnen. Das ist das, was ich in einem EDV-System in der IT mit einem Schema, mit Relationen letzten Endes abbilde. Und wir haben es eben gehört, das ist das eigentlich Interessante, die Relationen zwischen diesen Daten, die mir erst die Interpretation dann erlauben. Und da ist so der Grenzbereich dessen, was die IT heute leistet. Und das darüber, das Wissen, auch das haben wir eben gehört, ist das, was heute den Menschen noch vorbehalten ist und was aber eminent wichtig ist, um eben mit den Daten auch zu richtigen Wissen und zur Aktion zu kommen. Also wenn ich das zielgerichtet einsetze, das Wissen, was ich durch die Informationen habe, durch den Kontext habe, dann kann ich richtig handeln. Ein ganz einfaches Beispiel für alle zum Mitmachen, jetzt so aus dem Suppenkoma raus. Jemand eine Idee, was diese 6 Zeichen bedeuten? Ruhig laut reinrufen. Keine Idee. Das wäre natürlich auch möglich, aber es sollen ja möglichst viele Stellen sein. Nein, in der richtigen Reihenfolge weiß jeder sofort, was es ist.
Ja, und so wird klar, dass aus den Zeichen, und jeder, der schon mal Daten exportiert hat, weiß, dass Zeichensatzkodierung schon das erste große Problem sind, wenn aus Zeichen sich Daten formen. Ja, das steht dann in so einem Feld drin. Wenn ich jetzt auch weiß und interpretiere, ich sehe das auf dem Dashboard, ich fahre gerade mit dem Auto, dann ist das meine Geschwindigkeit über Grund, also 80 km/h fahre ich gerade. Und pass auf, jetzt kommt das Wissen dazu, da war eben ein gelbes Schild. Ja, innerorts ist das verboten, sind schon zwei Sachen, die ich wissen muss, damit ich auf die Bremse trete. Und das einfache Beispiel, und das ist so einfach, damit es C-Level-tauglich ist, das einfache Beispiel zeigt, dass wenn in dieser Kette irgendwo was reißt, das ganze System nicht funktioniert. Also schlechte Stammdaten führen zu schlechten Ergebnissen. Elegant ausgedrückt. Shit in, shit out, kann man auch sagen. Und im Kern geht es darum, Informationen und Daten sich anzuschauen. Finde ich in den Daten, die ich in meinem System verwalte, die Informationen, die ich brauche? Oder umgekehrt, wie muss ich das Datenmodell machen, um die Informationen aufzunehmen, die ich brauche, um meine Aufträge abzuwickeln, um meine Auswertung zu fahren? Und so würde ich mal als erstes sagen, Stammdatenmanagement ist die fundamentalste Form von Wissensmanagement. Ja, wenn jemand heute sagt, wir führen ein Wiki ein oder irgendwelche Mitarbeiter beteiligten, ominösen Netzwerkgeschichten, und wir sagen, kehrt mal weiter vorne vor der Haustür, weil die Daten, mit denen ihr täglich arbeitet, Kundenlieferanten, Materialstämme, Werke, Mitarbeiter und viel, viel andere Domänen mehr, das ist das, was ihr jeden Tag macht. Jeder von uns, der hier sitzt, verarbeitet Informationen, verarbeitet Daten, Tag ein, Tag aus. Und wenn man daran mal vergleicht, wie viel Energie ein Unternehmen darauf verwendet, diese Daten zu prüfen oder in Ordnung zu halten, ne, wir kommen gleich zu ein paar Qualitätsdimensionen, dann steht das in krassem Missverhältnis. Und das führt dazu, dass ich sehr häufig die Frage höre, und ich musste eben schmunzeln, als Sie bei der Digitalisierung da den Stahlhandel nannten, wir waren auch da, die nächste Folie ist in dem Kontext entstanden. Wie kann das sein, war die Antwort, dass Sie uns jetzt hier so ein schlechtes Zeugnis ausstellen, wir haben doch bisher keine Probleme. Ja? Und da muss man sagen, wir haben im Vorfeld diskutiert, ob das sexistisch ist. Ich meine im Gegenteil, früher lagen Intelligenz und Wissen halt vor dem Rechner. Ja? Und jemand, der, ich kann das Beispiel sagen, das ist sicherlich so allgemein, jemand, der 6000 mm in einem Feld abliest, dem ist das völlig egal, wie das geschrieben ist, mit tausender Trennzeichen, mit Nachkommastellen, ob das Meter ausgeschrieben, abgekürzt, wie auch immer abgekürzt ist, der wird wissen, das sind 6 Meter, Punkt. Ja. Und er wird das bei der Anlage oder Vereinnahmung des Auftrags auch so in das System übertragen, wie er es eben dann braucht. Und dieses Wissen sitzt halt vor dem Rechner. Und natürlich sind Digitalisierungsstrategien, die das nicht berücksichtigen und nicht dafür sorgen, dass die Daten auch intelligent verarbeitet werden können, zum Scheitern verurteilt. Praxisbeispiel, Schreibweisen des Wortes Österreich im Landesfeld. Ja. Natürlich kann ich das BI so schlau machen, dass das diese Sachen alle irgendwie kumuliert. Ja. Schlauer wäre es natürlich, ein ISO-Kennzeichen zu verwenden oder irgendeine andere Norm zu verwenden, um das zu modellieren. Weil, wenn Sie das BI schlau genug gemacht haben, um das zu aggregieren, da hat jemand schon eine neue Schreibweise von Österreich erfunden. Und deshalb spucke ich da auch nochmal in die Suppe und sage, wir haben alle Internationalisierung hinter uns. Also jedes Unternehmen hat in der Regel irgendwelche Dependancen oder Handelspartner in Übersee und im Ausland. Aber sie sind noch meilenweit entfernt von Globalisierung im Sinne von vernetztes Zusammenarbeiten, ohne Reibungsverluste. Und ich würde so weit gehen zu sagen, wir sind auch noch im Zeitalter der EDV. Ja, wir kommen vielleicht an die Tür der IT und wir sind weit entfernt von Digitalisierung. Denn heute sagt mir ein Unternehmen, ja, wir machen elektronische Datenverarbeitung oder wir tauschen unsere Aufträge elektronisch aus, wenn wir irgendwie ein Faxgerät benutzen oder eine E-Mail. Ja, das ist ja nicht das, was wir mit Digitalisierung meinen. Da gibt es ein schönes Zitat von Thorsten Dirks, seinerzeit Vorstandsvorsitzender Telefonica. Wenn wir einen Scheißprozess digitalisieren, haben wir einen scheiß digitalen Prozess. Und ich musste eben schmunzeln, als das mit Effizienz kam. Also ich glaube, diesen Effizienz-Gaul, den haben wir jetzt so lange geritten, dass wir hochgradig effizient sind, aber total vergessen haben, dass man effektiv sein muss. Dass man die richtigen Sachen tun muss. Ja? Und warum soll ich mich also jetzt, um die eingangs gestellte Frage zu beantworten, warum soll ich mich mit dem Thema Stammdatenmanagement beschäftigen oder so eine Folie zu mitnehmen, die man nochmal umreichen kann?
Die Unternehmen, die ich kenne, die machen das in erster Linie, weil sie es müssen. Weil von draußen irgendein Druck kommt, es zu tun. Sei es, ich komme gleich zu den Punkten. Manche tun es inzwischen auch, weil sie sagen, wir wollen das, wir sehen da einen Mehrwert drin. Der erste Anschluss kommt aber immer aus der Ecke Regeln vermeiden. Ich will natürlich compliant sein mit Gesetzen. Ich will vermeiden, dass die Bank mich irgendwie abwertet, ja, je nachdem, in welcher Branche wir unterwegs sind. Haftungsfragen, Imageverlustfragen. Wirtschaftlich ist es natürlich auch, sich mit Datenqualität zu beschäftigen vor einer Migration. Ja. 40% aller Migrationen scheitern oder kurz vorm Scheitern, weil die Datenübernahme nicht klappt, weil ich so viel Informationen verliere. Ja. Forderungsausfälle, wir hatten eben das Beispiel mit 210.000 Euro. Ich habe Kunden, da habe ich 5 mal 500.000 Euro gesehen. Und mein Spitzenreiter ist tatsächlich eine 52-fach, wie sagten Sie, nicht Doublette, sondern eine Multilette, 52 Mal den Bosch Rexroth angelegt. Ne? Der Kunde, für den wir das gemacht haben, war ein großer bayerischer Automobilhersteller, der seine Instandhaltungsmaterialien im Übrigen über die 5 SAP-Mandanten hinweg mit Exzess konsolidiert. Ja? Also Forderungsausfälle, Riesenthema. Produktionsfehler, weil ich zum Beispiel Material habe, Lieferengpässe, weil ich das Material nicht rechtzeitig beschaffe. Zudem kommen Unternehmen, und das ist so der nächste Reifegrad, dazu, dass sie sagen, das bietet uns da Chancen. Ja, wir kommen weg von den ineffizienten Abläufen, wo Mitarbeiter stundenlang nach Informationen suchen, wo Mitarbeiter nicht wissen, was sie tun. Wir kommen runter von doppelten Beständen. Wir kommen runter von Komplexität, gerade im Engineering-Bereich, wo also Teile immer wieder neu erfunden werden, ja, wo 200 Teile Deckel heißen und der 201. natürlich auf dem weißen Blatt neu gezeichnet wird, weil man keine Anhaltspunkte hat, die anderen 200 nach irgendwelchen Eigenschaften zu durchsuchen. Synergien bei Mergers, ganz häufig auch bei Unternehmen, die durch externes Wachstum größer werden, die sagen, wir wollen einfach so ein Template haben, wo wir neue Unternehmen auch schneller aufnehmen können. Ja, zu wissen, wo ist die Wahrheit, ja, wo steht das richtige Geburtsdatum meines Mitarbeiters. Ja, in der Lohnbuchhaltung oder in irgendwelchen Schlüsselverzeichnissen, was auch immer, ist häufig nicht klar. Controlling, Spend-Analysen, Einkauf und natürlich das ganze Thema Data Warehouse, wir haben es eben am Beispiel gesehen, funktioniert nur mit guten Daten und bietet große Chancen. Ja, und auch zum Markt hin ist Informationsbereitschaft ein Mehrwert und das kann man monetarisieren. Da kann man Service Level Agreements machen. Ich habe eine Folie jetzt eben noch ganz schnell eingefügt, die wird stilistisch nicht so toll sein, aber neue Geschäftsmodelle. Ich habe ein ganz primitives Beispiel, was mir im ersten Vortrag in den Sinn kam, was ich Ihnen ganz am Ende dann noch zeige. Ja, und Datenfehler kosten Geld. Kosten richtig viel Geld. Es gibt ein legendäres Beispiel. 1999 ist der Mars Climate Orbiter verglüht, weil er leider nicht so flach in die Marsatmosphäre, sondern sehr steil eingetreten ist. Und der Leiter des Untersuchungsausschusses hat dann reumütig zugegeben, wir haben zwar die Zahl übermittelt zwischen den Ingenieuren, aber nicht die Einheit. Ja. Das simple Problem, es steht ein Datum in einem Feld und es fehlt die Möglichkeit, die Information aus dieser Zahl zu gewinnen. Und dieser kleine Fehler hat 160 Millionen Dollar gekostet. Ich habe dieselbe Folie gezeigt bei einem Seminar, bei einem Unternehmen der Luftfahrtindustrie. Der Geschäftsführer sah die Folie, fing an zu lachen, hat gesagt, bei der Ariane 5 haben wir denselben Fehler gemacht. Damals, also er hat mir die Zahlen verraten, war es aber wesentlich teurer. Und es war in den 2000er Jahren. Produktdaten, Materialdaten, Katalogdaten, vielleicht zur Abgrenzung. Also was alle gemeinsam haben, ist natürlich eine Identifizierung, ist eine Klassifizierung von Merkmalen. In den Produktdaten, um das abzugrenzen, reden wir eher von diesen technischen Informationen, also CAD-Modelle und dergleichen. Stücklisten sind auch kaufmännisch relevant, das ist so die Schnittmenge. Typische Materialdaten, die für den Kaufmann interessanter sind als für den Ingenieur, leider muss man sagen, sage ich jetzt Ingenieur, sind die Herstellkosten beispielsweise und Richtung Katalog werden dann Preise, Vertriebstexte relevant. In Katalogen kommen dann auch Datentypen hinzu wie Medien, Bildinformationen und so weiter. Das ist also eine große Landkarte, die sich zum Teil überlappt. Man wird das nicht immer eindeutig auch zuordnen können, aber ich fand die Grafik ganz gut, um auch diese Unklarheit in den Begriffen ein bisschen aufzulösen, weil viele natürlich SAP-nah von Materialstamm reden, andere sprechen eben von Produktdaten und es gibt halt Überlappungen.
Und natürlich kann ich ein schönes Beispiel des dänischen Kollegen Henrik Lilienthal, der sich mit einem auch sehr fantastischen Blog mit dem Thema Produktdaten beschäftigt. Ich kann natürlich für mich selber meine Artikelnummer, meine Benennungen völlig frei vergeben. Das sind so die Basisdaten, die ich brauche. Oder je mehr ich Richtung Handel, gerade auch online gehe, desto mehr muss ich mich auch in Normen einfügen, muss ich auch externe Datenquellen einbinden. Das heißt, ich fange an, von EAN bzw. GTIN zu reden. Ich brauche Handelsbezeichnungen, die der Zoll auch durchlässt. Also ich kann das Produkt nicht nennen, wie ich möchte. Der Zoll macht in einigen Segmenten da doch ganz klare Vorgaben, wie das Teil zu heißen hat. Oder auch so Sachen wie Tarifierung, Zolltarifnummer spielen da eine Rolle. Um Daten dann wiederzufinden, gerade Richtung E-Commerce, Produktbeschreibung, Texte dazu, Bilder dazu, ist so die dritte Ebene, die ich an Produktdaten dann brauche. Und Daten, an denen sich ein Kunde, ein Abnehmer selber bedient, sind dann eben strukturierte Attribute. Wenn ich heute in einem Online-Shop kaufe, dann will ich eine Facettensuche haben, dann will ich automatisiert filtern können und eben nach Kriterien mein Produkt auswählen. Und das tue ich über strukturierte Attribute. Dann kommen Produktrelationen dahin dazu, also Empfehlungen und so weiter. Einfache Digital Assets und ja, Wettbewerb kommt dann, wenn wirklich Cross-Selling oder erweiterte Digital Assets, Schulungen und so weiter mit online angeboten werden können. Das ist so das High-Level in dem Bereich. Ja, ein Beispiel, was ich mal mitgebracht habe aus dem Online-Shop, zeigt genau das. Ich habe jetzt hier in den Pflanzen verschiedene Attribute. Ich habe bewusst jetzt mal nicht ein normales Konsumerprodukt genommen. Wir beraten da also einen Verband, der solche Daten bereitstellt. Dann kommen Verkaufstexte dazu, Medien, gut, das fehlt hier. Und das Schöne ist hier die Beetgroße. Sie sind vielleicht auch schon über den Tippfehler gestolpert. Die kommt tatsächlich aus der ursprünglichen Datenquelle des Verbandes. Die hat sich also wirklich durch alle Systeme, durch alle Verteilungen durchgeschlängelt. Jetzt kommt der Kalauer, das sind 500.000 Stammdaten im engeren Sinne, die da in der Datenbank stehen. Und diese Pflanzendaten, ja, die sind eben, werden dann verteilt und sind entlang der Kette dann auch nicht weiter geprüft. Und das führt dann eben auch dazu, auch diese Dublenden finden wir dann, dass dieser Helikote Blue Lavendel fünfmal angelegt ist, viermal als Staude, einmal als kleiner Rhododendron in verschiedenen Farben, damit das Thema auch wieder, wie baue ich Farbkataloge auf und so weiter. Ist er jetzt lila oder ist er violett, dunkel oder dunkelviolett blau? Kann man trefflich schreiben. Und Webshops sehen dann, das ist ein Beispiel aus eben diesem Stahlprojekt, so aus, dass die niederländische Seite oder die englische Seite niederländische Texte zeigt, dass die Höhe dieses Vierkantstahls 0 ist, aber ein customizedes Feld daneben steht mit der Höhe 10 mm. Oder das gleiche Teil im anderen Shop dann plötzlich den Durchmesser 10 mm hat, bei einem Vierkantstahl auch sehr sinnvoll. Das waren so die Anfänger. Also mittlerweile sind die richtig gut, muss man dazu sagen. Aber das war der Punkt, wo eben der Vorstand sagte, wieso hat das immer geklappt? Warum geht das jetzt nicht mit der Digitalisierung? Anderes Beispiel eines Webshops, Decken-Einbauleuchten können Sie hier in verschiedenen Produktgruppen finden. Ja. Und das führt natürlich dazu, je nachdem wie ich filter, also nach Deckenaufbau oder nach Deckelaufbau, finde ich also die Schwesterprodukte nicht. Und eben entsprechend, das sind dann wirklich Effekte im E-Commerce, dass ich das Produkt, was der Kunde eigentlich sucht, nicht als Familie so darstelle, die drei Produktalternativen anbiete und dementsprechend dann also auch einen Umsatz verliere. Da fehlt einfach dieser Artikel der Serie. Ja, ein schönes Beispiel, ganz jung jetzt aus dem Projekt, aber auch sehr gut, um das Problem zu illustrieren. In einem Feld eines Maschinenbauunternehmens, Biotech-Unternehmen, steht ein Einsatzbereich von irgendwelchen Produkten, von Grad bis Grad. Ja. Es ist vorne mal ein Lenk, es gibt ein Vorzeichen oder auch nicht, ja, und ich habe hier mal einfach auf summiert auf multipliziert, wie viele Kombinationen sich dann ergeben. Ja, dann folgt ein Leerzeichen oder nicht, dann kommt ein Wert, dann folgt ein Leerzeichen oder nicht. Einheit in verschiedensten Schreibweisen, fünf verschiedene waren da drin, mal abgesehen von Fahrenheit, also ich spreche jetzt nicht von Umrechnung, nur Schreibweise bei Celsius, Leerzeichen oder nicht, Operator, der eben auch handschriftlich da drin stand, Till ist auch super. Und wenn man das dann alles mal auf
multipliziert kommt aus 128.000 Schreibweisen. Das ist dem Nutzer nicht klar, der ja einfach sagt, ich schreibe das auf, weil ich das irgendwie ausdrucken will. Und das reicht auch, wenn das so aufs Typenschild kommt. Also selbst solche Ausgabesachen stützen sich auf solche Felder. Das ist natürlich Mumpitz und da gibt es natürlich auch so ein paar Sonderfälle, wo man dann nur die Obergrenze angibt in den verschiedenen Schreibweisen. Also es waren so viele Varianten, dass selbst mit regulären Ausdrücken da eine entsprechende Bereinigung Mühe gemacht hat. Also es ist unsere Aufgabe, sowas zu tun, aber das war tatsächlich dann kein Spaß. Insofern Informationen, also das, was wir aus den Daten rausgeben, ist eine der wichtigsten Sachen. Und Sie würden heute nicht in der Produktion auf Qualitäter verzichten, die irgendwie messen. Aber Qualitätsanalysen in der Datenlandschaft, da wo also auch die Ressource Information ist, ist immer noch so ein Schiefgeht. Und mit Herrn Bosmann hatte ich gesprochen, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken, das ist also ein Beispiel, das Omikron betreut hat. So könnte es dann eben auch schön aussehen. Ja? Da habe ich eine Facettensuche, wo ich dann eben den trockenen Wein des Jahres 2011 suche und habe die Informationen eben so strukturiert, dass ich gezielt dahin geführt werde, wo ich eben auch hin will. Ja, und dann den entsprechenden Wein auch finde. Jetzt reden wir die ganze Zeit von Datenqualität, vielleicht ein kurzer Abriss. Was ist das überhaupt und wie kommen die Defekte rein? Vielleicht kennen Sie das Bild von der Deutschen Gesellschaft für Informationsqualität, die sich im Übrigen leider aufgelöst hat. Also irgendwie ist die Reise schon zu Ende. Diese 15 Dimensionen sind ganz nützlich. Wer pragmatisch wirklich diese auch tausend, die sagt, Daten sind gut, wenn sie portabel sind und Anforderungen genügen. Und eigentlich auf den Kern zurückgebracht, das sagt eigentlich alles. Portabel im Sinne von egal wer davor sitzt, egal in welchem Medium, egal in welcher Anwendung, die Sachen müssen interpretierbar sein. Wir sind wieder bei den beiden Stufen der Pyramide. Und ja, Anforderungen erfüllen. Steht natürlich dafür, dass es einen Prozess gebraucht wird und nicht jeder braucht alle Informationen. Also die Anforderungen sind halt kontextabhängig. Und warum sind Daten schlecht? Die erste Ursache ist dieser Dualismus von Informationen und Daten. Ich habe bewusst das Bild genommen von dieser Webstuhlsteuerung. Das ist der Anfang der IBM. Und da können Sie die Nullen und Einsen anfassen. Ja, Sie können fühlen und Sie sehen das Webmuster tatsächlich in der Lochkarte. Und da ist die Übertragung von Informationen in Daten halt sehr plastisch. Wenn Sie heute aber in einer Auftragsabwicklung die Kette von Informationen verfolgen, dann kriegen Sie von Ihrem Kunden vielleicht diese Anfrage, müssen selber verstehen, das Teil heißt komplett anders. Ja, da nützt Ihnen auch kein Soundex was, ja, das ist einfach was anderes. Dann kommen Sie auf die Idee, dass es ja Standardisierer gibt, die die Beschreibung solcher Produkte irgendwann mal genormt haben, allen voran die DIN. Gibt aber auch noch andere Standardisierer, wie den E-Class, der macht es komplett anders. Ja, und dann bestellen sie in China und haben dann wieder das Terminologieproblem, dass dasselbe Teil unter drei verschiedenen Übersetzungen natürlich geführt wird. Und was diese Begriffsvielfalt angeht, ein zweites Beispiel aus dem Projekt, Augen-Make-up-Entferner, ist jetzt ein Begriff, der bei 40 Zeichen Kurztext sehr unpopulär ist. Ja? Und den finden sie eben auch nicht wieder. Das ist auch so eine Häufigkeitsverteilung. Zweite Ursache für Datendefekte, die Daten verteilen sich über verschiedene Anwender, Datensilos, wenn man so will. Wir machen in Projekten häufig eine Untersuchung der Schlüsselintimität, legen also einfach mal die Systeme übereinander und sagen, okay, meint ihr mit demselben Schlüssel denn dasselbe Teil? Und gucken dann in die Schnittmengen mal rein. Also erstmal sehen wir, dass die Teile eben nicht deckungsgleich in den Systemen sind. Hier beispielsweise diese 836, das ist das Etikettensystem. Das kennt offenbar Artikel, die kein anderes System kennt. Ich weiß nicht, was für Etiketten die da drucken, aber das waren fast 1000. Wenn man dann in die Schnittmenge reinguckt, dann sieht man, dass dasselbe Teil in verschiedenen Systemen unterschiedlich bezeichnet ist. Und zwar so grotesk unterschiedlich, dass es nicht dasselbe Teil sein kann. Und das gilt auch nicht nur für Produktstandarten, das gilt gleichermaßen auch für Geschäftspartner. Also wir haben durchaus auch Beispiele, wo, sag ich mal, unter derselben Debitorennummer oder Kreditorennummer Hotel zur Post und auch aus Müller ist, ja, je nachdem über welches System ich gucke. Und das erschwert natürlich Auswertung. Man kann natürlich auch schauen, die Dinge, die nicht in irgendwelchen Schnittmengen liegen, sind die denn ansonsten ähnlich. Ja? Und da kommt dann Omikron sicher ins Spiel, wo man einfach Ähnlichkeitssuchen machen kann aufgrund von Attributen, aufgrund von Textbestandteilen,
wo man dann diese Zuordnung macht und eben diese fehlenden Schlüssel auch ergänzen kann. Ja. Und gerade in Migrationsprojekten, das ist jetzt auch ganz illustriert, ein ganz junges Projekt, was wir gerade machen, da hängt dann ein Teilestamm, der einen Werkstoff hat, eine Vielzahl von Zeichnungen dran, die alle auch eine Werkstoffbezeichnung haben. Leider alle nur unterschiedliche. Welche ist jetzt richtig? Welche migriere ich? Dann kommen so Regeln wie, ja, ich nehme nur gültige Dokumente. Ich nehme nur das letzte gültige Dokument, wenn es mehrere gibt. Aber auch dann habe ich natürlich, zumindest in der Spezifität der Angabe, unterschiedliche Levels. Ich sage Edelstahl 1.4301. Das ist einfach semantisch eine Entscheidung, was ich da mitnehme oder ob ich da in zwei Felder gehen muss. Drittes Problem. Die Datenpflege und Qualitätskontrolle. Ich sagte eben, da wird viel zu wenig Aufwand betrieben. Sie sitzen hier, weil sie sich da Gedanken machen, das ist schon mal gut. Aber man sieht dann auch sehr schnell, es gibt in Feldern völlig unplausible Werte. Eine Wiederbeschaffungszeit von 1300 Tagen ist natürlich schon verdammt lang. Das ist eigentlich ja so ein Sperrkennzeichen. Andererseits, der Kunde, ich habe das nicht anonymisieren müssen, hatte 40.000 Artikel mit Wiederbeschaffungszeit null, was für Logistikprozesse jetzt auch nicht so richtig glücklich ist. Und ich war letztlich bei IKEA einkaufen und sieht Aachen an der niederländischen Grenze, wir kaufen so weit auf der anderen Seite. Das ist total schlau. Ne? Also die wissen, dass ich das Regal quer hinstellen möchte. Ja, es gibt das also in verschiedenen Permutationen, diese Abmessung. Ja, ist natürlich für E-Commerce auch schon mal super, ne? Wenn ich Länge, Breite, Höhe einfach nicht eindeutig habe. Und ja, das Problem ist eigentlich, dass diese Fehler, die wir jetzt so ein bisschen hergeleitet haben, sich fortpflanzen. Die Fehler, die einmal da sind, die kommen immer wieder hoch. Ein Spruch in dem Zusammenhang ist, Datenqualitätsmängel sind wie eine chronische Krankheit. Die bringen sie nicht um, aber sie sind unglaublich hinderlich. Ich würde manchmal eher sagen, sie sind auch wie so ein Virus, die breiten sich aus, die kommen wieder. Wir hatten ein Assessment. Da stand in einem Feld immer eine 1 oder eine 2 und es gab so zwei Handvoll, da stand dann eine 10 drin. Und dann habe ich dem Kunden gesagt, das ist eine Anomalie, da müssen wir irgendwie ran, da kann keine 10 drin stehen. Ich sage, wir haben noch die Daten, das ist analysiert, ich kann Ihnen die Artikelnummer geben, die 10 steht da drin. Nein, das kann nicht sein, doch, das sind die 10. Okay, dann ist es ein uraltes Teil. Wir haben dann den Default-Wert draufgelegt, da kann man nur 1 oder 2 auswählen. Anlagedatum, also das gibt ja mit dem richtigen Tool in einem Klick. Anlagedatum war 3 Monate her. Das kann nicht sein. Doch, die Daten sind ja da. So, und dann über Ähnlichkeit suchen gegangen und sofort ein Vorlagenmaterial gefunden von 1999. Und das ist halt so ein Datenzombie. Den haben sie irgendwie deaktiviert, aber nicht richtig und der kommt wieder hoch. Und in Daten gilt eben auch diese 10er-Regel. Wenn du den Fehler vermeiden könnt, quasi während der Eingabe plausibilisieren, prüfen können, Routinen, Referenzdaten, wie auch immer. Dann haben Sie eine Minute darauf verwendet, roundabout 1 Euro. Wenn Sie den Datensatz angelegt haben, ein zweites Mal anfassen, sind Sie bestimmt mal 10 Minuten dran. Ich denke, 10 Euro ist eine Rule of 10 da ein gutes Geschäft. Wenn Sie dann anfangen, Belege umzubuchen, dann ist eine Stunde oder anderthalb schnell weg, dann sind wir auch schnell bei 100 Euro. Und ja, fette Fehlerfolgen würde ich mal sagen, das ist nach oben offen, da ist 1000 eher niedrig geschätzt. Wir hatten einen Kunden, der hat Stahlrohre hergestellt, der Auftrag wurde in Deutschland angenommen, in Frankreich gefertigt. Und bei der Übertragung dieses Auftragsdatensatzes ist die Eigenschaft, dass die Rohre entgratet sein sollen am Ende, nicht übertragen worden. Das war ein Auftragsvolumen in einem unteren sechsstelligen Euro-Bereich, der mitgeschossen war. Und wir haben diesen Fehler nachverfolgt und haben festgestellt, es gab schlicht kein Feld dafür. Ganz triviales Ding. Der wurde übermittelt, der Auftrag im anderen Werk gefertigt, das Bio-Wissen fehlte. Vielleicht hätte irgendein Mitarbeiter gesagt, Moment, für den Kunden, das muss doch entwartet werden. Oder selber Konzern, anderes Beispiel, die Rohre waren nicht gerichtet. Und der Kunde hat reklamiert, das war ein hoher sechsstelliger Betrag, reklamiert und gesagt, die Rohre sind nicht gerade. Hat der Auftragnehmer, unser Kunde, gesagt, ja, aber ich habe doch nicht gesagt, dass sie gerade sein sollen. Ja, aber das ist so selbstverständlich. Und für uns ist dann der Spruch, der ist also auch gut zu merken, rausgekommen mit dem amerikanischen CIO, none is an option. Also etwas nicht zu haben, ist eine Option, die Sie aktiv auswählen müssen. Und wenn das in der Auftragsbestellung gestanden hätte, diese Rohre sind nicht gerichtet, wäre alles gut gewesen. Wäre der Fehler ganz früh aufgefallen, man hätte das lernen können, entweder anders kalkuliert oder eben vielleicht auch anders bestellt, ich weiß es nicht. Aber dieses Nichtwissen über eine Produkteigenschaft,
kann sehr schnell sehr teuer werden. Und in einem so einem Case haben sie jedes Datenprojekt berechnet. Ja, was kann, soll, muss ich tun? Vielleicht für die, die glauben, sie installieren eine Software, natürlich gibt es MDM-Software. Es gibt auch so Data Hubs, also gerade die, die jetzt irgendwie SAP-MDG, SAP-MDM installieren und glauben, damit ist getan. Das ist sicherlich nicht ganz so richtig. Ich glaube, die zweite Facette, es ist eben fachlich, organisatorisch und technisch irgendetwas zu tun, um Geschäftsprozesse mit Informationen zu versorgen. Das ist eigentlich der Kern. Und deshalb sind wir hier, weil Omicron da natürlich ein unglaublich starkes Werkzeug auch zur Verfügung stellt, um das dann auch zu tun. Entschuldigung. Das haben die Folien. Nein, ich twittere ja zwischendurch. Ach so. Und da nehme ich gleich viele Folien auf. Okay. Manchmal fällt man leider, dass ich sie dann kann. Ah, okay. Sehr schnell in Assessments, wir machen meistens so einen Qualifizierungsfragebogen vorab, um die Leute so ein bisschen auch einzustimmen, sieht man auch, die Zuständigkeit für verschiedene Datendomänen liegt in unterschiedlichen Abteilungen. Prozessual sind die meistens so weit voneinander entfernt, dass sie gar nicht wissen, dass der eine Daten produziert, die andere liest. Und auch ganz interessant, wenn die dann die Datenqualität mal ganz subjektiv beurteilen, ist es meistens so, dass die Schreibenden viel besseres Bild von ihren Daten haben als Lesende. Und das ist sowas, was wir in so einen ersten Workshop dann schon mal mit reinnehmen, dann ist schon mal Diskussionsstoff da. Und es gibt eben nicht den einen Entscheider. Und das ist auch so ein Tipp, wenn Sie Datenqualitätsprojekte machen, holen Sie die Leute einer Datendomäne zusammen. Ja? Nicht prozessual denken, sondern wirklich alle Mauern einreißen und sagen so, jeder, der was mit Kunden zu tun hat, zu mir. Und dann auch die abhängigen Objekte durchgehen. Es gibt auch nicht den Standard, wir haben es eben mit DIN und ITAS gesehen, zur Produktbeschreibung, das Bild ist relativ alt, der ITAS saugt hier in der Mitte so die Standards ein bisschen auf, aber es gibt viele Standards, ein Kollege von mir sagt, das ist so schön bei Standards, das Beste ist, es gibt so viele. Und es gibt auch nicht das eine Tool, es gibt natürlich Datenqualitätstools, die aber meistens die Regeln nicht mitbringen und wir haben es eben auch in den Vorträgen schon gehört, ich glaube, oder auch gestern bei den Abendgesprächen, es kommt halt wirklich darauf an, wie gut ist so ein Tool bedienbar. Ich habe schon Tools gesehen, da müssen Sie also Informatik studiert haben, um das zu bedienen. Das nützt natürlich nichts. Also ich glaube, die Regeln reinzubringen, da braucht man Fachwissen, da braucht man Unternehmensdomänenwissen. Das bringen die Tools nicht mit und da zeichnen sich die aus, die eben auch gut bedienbar sind. Es gibt fantastische Migrationstools. Aber auch die sagen Ihnen ja nicht, wie das Schema zu mappen ist und wie die verschiedenen Mapping-Tabellen und Werte-Mappings aussehen. Und auch solche Hubs, die so als Insel der Glückseligkeit dann die Systeme miteinander vernetzen, die setzen natürlich darauf, dass es einen gemeinsamen Standard überhaupt gibt. Aber wir haben eben gesehen, es gibt ihn nicht. Ja, sie müssen den für sich auch erst finden. Und häufig genug, unsere Kunden sind ja dann meistens auch Produktionsunternehmen für Nicht-FMCG-Güter, da sind halt keine Standards. Wenn Sie gekantete Bleche haben, dann kommen Sie mit ITAS nicht weit. Da gibt es ganz andere Kriterien. Und insofern glaube ich, ist es ganz gut, sich mit Datenqualität als erstes zu beschäftigen und zu sagen, okay, welche Daten sind relevant, auch vielleicht mal da durchzukehren und zu sagen, welche Kunden, welche Lieferanten, welche Materialstämme könnte ich mal inaktivieren, auch da mal Benchmarks zu erheben, um zu wissen, wo man ansetzt. Dann in Transformation einzusteigen, Anreicherung von Daten, Mapping, Conversion, Daten zu bereinigen und es dann mit Governance-Facetten abzurunden, also organisatorisch, technisch sicherzustellen, dass die Fehler sich nicht wiederholen. Und dann geht das eigentlich in den Regelkreis dann über. Man kann es aber umgekehrt machen. Es gab auch Kunden, die gesagt haben, wir machen die Bereinigung zuletzt, wir machen erst die Regeln. Aber auch da muss ich sagen, ich habe beste Erfahrung damit gemacht, die Datenqualität zu analysieren, an den Fehlern der Daten dann die Fehler im Prozess zu finden und auch die Prozessregeln zu definieren. Und dann kommen da eben so Roadmaps raus, Regeln für den Fachbereich, Fehlerlisten. Ja, das ist ein kleines zu sagen, okay, welche Umsatzstabilitätsnummern sind eigentlich ungültig. Ja, und guckt mal nach, ob es die überhaupt noch gibt, beziehungsweise inaktiviert. Und da ist man sehr schnell dann bei dem Thema, was für Werkzeuge gibt es. Es gibt eben verschiedene Werkzeuge, die Qualitätsmessung, die Transformation, die Governance-Werkzeuge, in den Prozessen genauso von der Vorgabe, von der normativen Welt im Governance-Bereich über Schulung bis hin eben auch zum Data Quality Monitoring. Und ich kann nur empfehlen, nehmen Sie den Mensch auf diese Reise mit. Ja, also die Tools alleine, die bringen es halt nicht. Das muss wirklich in die Köpfe und das ist ein Kulturwandel.
und eröffnet dann eben auch ganz neue Welten. Die Folie will ich nicht vollständig vorlesen, einfach nur die vier Blöcke: Investitionen in ein Projekt, Investitionen in eigene Ressourcen, Investitionen in ein Tool oder externe Services. Das sind so die vier Dimensionen, in die Sie loslaufen können. Und manchmal ist es auch sinnvoll, mit einer zu beginnen und dann in die andere überzugehen. Und bei den Produktdaten steht für uns immer eins im Mittelpunkt dieser Trilogie zwischen Benennungen, die also irgendwie Terminologieentwicklung bedeuten, Übersetzungsmanagement, Gruppierung, sprich Produkthierarchie, Klassensystematik und Merkmale, also Attribute und Werte, Wertetypen, Wertelisten. Und das wird sehr häufig vermengt. Also ich kenne viele Kunden, die dann in den Artikeltext irgendwelche gruppierenden Begriffe reinschreiben. Also ich war jetzt gerade bei einem, da fängt jede Leiterplatte mit LP an. Ja? Und die machen darüber dann Auswertungen. Ja? Und dann sage ich, ja, ein Werk in China, glaubt ihr, dass die wissen, was LP bedeutet? Ja? Beziehungsweise dann kommt ein zweiter Code dann eben in der chinesischen Textübersetzung. Also völliger Unsinn. Es werden einfach Teile der Produktbeschreibung missbraucht. Ich will jetzt gar nicht auf entsprechende Artikelnummern eingehen. Ja? Auch so eine Vergewaltigung. Also Benennungen, das ist eigentlich dazu da, um einzelne Elemente zu selektieren. Da sollte man die anderen vollkommen auslassen. Und Gruppierungen sind eben, um irgendwas zusammenzufassen, um Auswertungen zu machen, Prognosen zu machen, Preisfindung. Das sind natürlich gruppierende Sachen, die dann im Merkmal drin besonders exponiert dann in der Gruppierungsschlüssel auftauchen. Ja, und wir haben jetzt Werkzeuge gemacht, um solche Texte dann auch zu zerlegen, um zu sehen, okay, in so einem Feld stehen eben drei verschiedene Informationen drin, können die Sachen dann auch konsolidieren. Dadurch wird die Artikelbeschreibung umgeschlüsselt und entsprechend dann auch anhand der Merkmale entschieden, ah, wenn du die Merkmale hast, dann bist du wahrscheinlich aus der Klasse, um das dann weiter zu nutzen. Und das ist auch so ein Projektbeispiel in diesen fünf verschiedenen Feldern. Ich habe es mal rot markiert, standen Informationen zum Thermoschutz einer Motorwicklung, Typbezeichnung Thermec S06, mit allen Schreibweisen, auch verschiedene Sequenzen, Thermec mit H oder ohne, die 0 oder ein O, also alle Schreibfehler, die man so sich vorstellen kann. Eigentlich braucht man so eine kleine Werteliste. Wenn man die gehabt hätte, wäre alles gut. Und dann kann man das natürlich auch für weitere Sachen nutzen. Dann kann man das ausleiten in Webshop und Katalog und so weiter. Ja, und der Weg, diese beiden Flaschen zu vergleichen, das geht so ein bisschen zu der Frage, die eben kam, wie finde ich den Dubletten im Materialstamm, der geht natürlich über solche Vorverarbeitungen. Wenn ich das jetzt ganz sauber in meinem Beispiel gemacht habe, wir sind gerade für den Kunden dran im Packmittelbereich, das ist natürlich dasselbe Teil. Nur anhand der Beschreibung hätten sie es so nicht sofort gefunden. Muss man schon die einzelnen Strings fragmentieren und dann entsprechend parsen und vergleichen, dann kommt man dahin. Ja, und das ist die eine Folie, die ich noch eingefügt habe, vom Kästchen zum Geschäftsmodell. Der Gedanke kam mir in dem ersten Vortrag, wie komme ich disruptiv oder eben anders zu Geschäftsmodellen. Letzte Woche beim Kunden gesessen und wir haben über ein kleines Feld gestritten, das heißt kritisches Teil. Also der Kunde ist ein Anlagenbauer im Lebensmittelbereich und hat für kritische Teile ein solches Häkchen. Ja, und will in der Migration jetzt überlegen, was er damit macht. Und meine Frage war erstmal, was bedeutet das für euch? Ja, das sind Teile, die eben schlecht beschafft werden können, die lange Wiederbeschaffungszeiten haben und die insofern kritisch sind, weil sie auch von Zeit zu Zeit mal ausfallen. Ja. Gestern, muss man sagen, war das so ein Nice-to-Know-Feld. Schlecht gepflegt, nichts damit gesteuert. Ja. Wurde gesetzt oder auch nicht. In der Diskussion kam heraus, okay, was meinen wir damit? Verschleißerwartung, okay, woran kann ich das ableiten? Kann ich das aus Warengruppensystematiken ziehen? Kann ich das aus irgendwelchen Bausituationen ziehen? Das heißt, wir haben angefangen, Daten miteinander zu verbinden und dann Informationen rauszugewinnen. Lange Wiederbeschaffungszeit ist ein hartes Kriterium. Das heißt, ich könnte diesen Haken tatsächlich automatisiert vielleicht auch setzen und nicht dem Gusto des Benutzers überlassen. Und dann kamen wir auf die Idee, haben gesagt, wir haben ja noch weitere Daten. Wir wissen ja historisch, wie lange braucht der Lieferant denn für das Teil? Stimmt die Wiederbeschaffungszeit? Und abgesehen davon, dass man natürlich Wiederbeschaffungszeiten vielleicht dynamisch auch mal auf den Prüfstand stellen sollte, kommt hier auch einmal die Facette rein, dass ich sage, Moment, ich weiß jetzt, der Lieferant geht in Sommerpause. Ich weiß, da ist eine Wiederbeschaffungszeit, die in den letzten Jahren immer weiter angestiegen ist. Ja? Und dann komme ich dahin und sage, Moment, das kann ich doch nutzen. Ich kann meinen Kunden informieren, ich kann die Geschäftsmodelle zum Service daraus machen und sagen, okay, diese Teile bevorrate ich anders.
Und ich biete im Grunde diese Ersatzteilversorgung als einen besonderen Service an. Ja? Und da wird dann ein Mehrwert für den Kunden aus, da wird ein ganzer Business Case raus. Wir sind da mitten in der Diskussion, aber dieses kleine Kästchen kam mir eben in den Sinn, war der Auslöser aus einem Stammdatenprojekt im Vorfeld einer Migration, auf einmal eine Diskussion mit dem Service anzustellen, was er an Dienstleistungen noch zusätzlich verkaufen kann, wenn er einfach die Daten nutzt, die er hat. Gut, ich komme zu Ende. Digitalisierung braucht gute Daten, auf jeden Fall, da sind wir uns vermutlich einig. Die Grafik zeigt aber, die Unternehmen sagen tendenziell, sie sind mittel- bis schlecht aufgestellt. Ja, das ist also die überwiegende Mehrheit jetzt der letztlich erschienenen Dünndorf-Studie. Und umgekehrt sagen die Unternehmen in 2 Jahren, 84% sagen, die Datenqualität hat einen sehr hohen Einfluss auf den Geschäftserfolg. Und das ist eigentlich genau die Diskrepanz, in der wir sind und warum wir auch hier sind. Mit dem Thema muss man sich beschäftigen und das ist eben eine ganz enorme Wichtigkeit, die dahinter ist. Ja, und auch die Folie werden Sie kennen, zumindest soweit. Stammt von Boris Otto aus St. Gallen. Die sogenannten U-Boote der Datenqualität. Man muss aber wegkommen von diesem Projektdenken. Immer dann, wenn der Pain groß genug ist, ein Datenprojekt irgendwie zur Bereinigung anzustoßen und in der Zwischenzeit die Fehlerkosten in Kauf zu nehmen. Man muss hinkommen zu einer prozessualen Sichtweise, wo man sagt, das mache ich eigentlich wie das Qualitätswesen auch. Ich erhebe Kennzahlen, ich schaue die ganze Zeit auf meine Datenqualität und versuche die, auch wenn sie nicht bei 100% immer liegen wird, in einem gewissen Korridor zu halten. Und dieses Umdenken ist eigentlich so der kulturelle Change, der dann passiert und der notwendig ist, um dann tatsächlich gut zu sein. Ja, und zum guten Schluss, der dritte Teil, Datenmanagement, ist etwas teurer als Datenqualität alleine, aber auch das kriegen Sie bei Amazon. Datenmanagement kostet 106 Euro pro Stück, ist aber ausverkauft. Das habe ich heute Morgen nicht mehr gefunden. Gut, aber ich denke, es lohnt sich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zunächst einmal erstmal bitte die Frage, gibt es von Ihrer Seite noch Redebedarf? Wollen Sie ihn etwas fragen? Da kommt schon die erste Wortmeldung. Das war jetzt ganz viel, ganz schnell, ganz interessant. Stellen Sie die Präsentation zur Verfügung. Ich habe meine Musik gerade nicht dabei, wenn Sie mir irre geben, schicke ich Ihnen die gerne. Danke, das war sehr gut. Also ich glaube, wir haben ziemlich viele Fehler gemacht, die man machen kann. Wir haben die Historie, ich glaube, vor 20 Jahren war das nicht so das Thema, was es eben heute ist. Und deshalb, glaube ich, haben wir so ziemlich alles drin in dem Salat. Ich nehme an, oder ich will interpretieren, es gibt nicht den Standard, den man dann geht, oder? Es geht nicht so, dass man sagt, okay, schaut mal, da ist die Möglichkeit, eine Richtlinie, eine Idee, das ist die Herangehensweise, das könnte irgendwie standardisiert sein, wie man sowas abwickelt. Ich glaube, es ist immer wieder eine Individualität bei jedem anders, oder? In den Inhalten ja, im Herangehen würde ich jetzt nach 15 Jahren Stammdatenprojekten sagen, haben wir eine Methode etabliert, über dieses Assessment im Grunde einzusteigen. Und dann gehen wir wirklich auf Feldebene, auf Werteebene runter, um Punkte zu finden, wo man anfangen muss. Und dann ist es natürlich auch je nach IT-Landschaft, je nach Konzernstruktur in den weiteren Schritten unterschiedlich. Aber ich glaube schon, dass dieser Kreis mit den drei Farben, den Sie gesehen haben, also als Metamodell auf grober Ebene genauso immer funktioniert. Gibt es weitere Fragen aus Ihren Reihen? Zunächst einmal nicht der Fall. Jetzt will ich aber dann doch wissen, ne, wie das ist. Sie das kennen alles, kriegen alles auf die Reihe, wissen, wie man da mit diesen Daten umgeht. Und jetzt gab es da eine Frau in Euskirchen, das ist in der Nähe von Aachen, ich weiß nicht, wer das entfernt ist, auf jeden Fall nicht. Eschweiler, 10 Kilometer, Umkreis. Ja. Ne? Sie haben sie nicht gescannt. Sie sind erst nach Namibia geflogen, ja, haben Trompete gespielt und haben sie dort aufgegabelt. Ja. Warum und weshalb hat das nicht funktioniert in Eschweiler? Da waren die Matchmaker-Rücken noch nicht gut genug. Wir sind jetzt 17 Jahre zusammen. Also, wann ist Omicron gegründet worden? Schon lange, 88. Okay, hätten wir es gehabt, hätten wir meine Forschung eher gefunden. Okay. Es ist gelogen, der menschliche Faktor spielt immer noch eine Rolle, ja, gelernt. Also das Flugzeug nach Namibia musste gehen und beide müssen drin sitzen und haben es am Ende geschafft. Herzlichen Dank, dass Sie hier sind. Danke. Dass Sie